Hallo, ich bin Hauke von Checked4You, dem Online-Jugendmagazin der Verbraucherzentrale NRW. Und heute geht es um die Frage, wen darf ich eigentlich in eigenen Videos zeigen? Deshalb habe ich mich mal nach draußen begeben, auf eine Terrasse, und ihr seht da eine Frau sitzen. Das könnte eigentlich irgendeine Frau sein, denn man kann gar nicht so richtig erkennen, wer diese Frau überhaupt ist. Man sieht kein Gesicht, man sieht jetzt keine auffälligen Merkmale, an denen man sie identifizieren könnte. Und da spricht man im Persönlichkeitsrecht von sogenanntem Beiwerk. Das heißt, es ist ein Mensch, der durch jeden beliebigen ausgetauscht werden könnte und einfach zur Kulisse des Bildes gehört. Da müsst ihr jetzt nicht hingehen und die Frau fragen, ist es okay, wenn ich das Video mit Ihnen im Bild veröffentliche. Anders sieht es aus, wenn ihr so eine Szene hier macht, wenn ihr genau auf die Frau draufhaltet, das Gesicht erkennbar ist und Zuschauer wissen, dass das hier Jule ist. Und dazu reicht das auch, dass Leute aus ihrem Bekanntenkreis sie erkennen. Ihr müsst da nicht mal Namen einblenden, da ist dann schon ihr Persönlichkeitsrecht betroffen. Und wenn ihr solche Aufnahmen zeigen wollt, müsst ihr immer die Personen fragen, die auf diesen Aufnahmen zu sehen sind. Habt ihr weitere Fragen rund ums Thema Online-Video, dann stellt sie uns in unseren Kommentaren auf www.checked4you.de/video.